Hallo zu Leute heute. Boris Becker hat heute vielleicht sein ganz persönliches Weihnachtswunder erlebt. Er ist angeblich aus dem Gefängnis in England entlassen worden und seit dem Nachmittag in Deutschland. Das berichten verschiedene Medien, bestätigt ist es noch nicht. Die Maschine mit dem früheren Tennisstar an Bord soll in Oberpfaffenhofen in Bayern gelandet sein. Sobald wir mehr wissen, sagen wir Ihnen Bescheid. Kate und William haben ihre Weihnachtskarte veröffentlicht. Falls bei Ihnen keine im Briefkasten landen sollte, zeigen wir Ihnen schon mal das Motiv und schauen, was es sonst Neues aus dem britischen Königshaus gibt. Yasmin Shaqiri, nach einer erfolgreichen Karriere als Songschreiberin, startet sie auch als Schauspielerin durch. Momentan läuft ein Film mit ihr im Kino. Grund genug, dass wir uns die junge Frau mal genauer anschauen. Ja, wo die Liebe hinfällt, da spielt das Alter keine Rolle. Paare mit großem Altersunterschied werden zwar oft belächelt, Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas zum Beispiel sind aber der Beweis, dass es funktionieren kann. Die beiden trennen ganze 25 Jahre. Und Cher sagt sogar, was sind schon 40 Jahre? So, mehr von den Stars gibt's morgen wieder. Ich freue mich auf Sie. Bis dann. Tschüss.